Test 1, 2, 3, kann man mich hören? Mal schauen. Ich glaube, der ein oder andere ist schon im Chat. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ja, doch, ein oder zwei sind, glaube ich, schon da. Mal gucken, ob das Bild auch übertragen wird. Oh, ich hoffe, jetzt habe ich den Sound da nicht an. Nee, habe ich nicht, zum Glück. Ein Glück, ein Glück, ein Glück. David ist noch auf Offline. Jetzt ist es gerade reingesprungen. Das heißt, theoretisch müsste man mich gleich hören. Und dann sollte ich hoffentlich auch gleich Rückmeldung bekommen. Ah, guck, siehst du da? Der Sigi meldet sich schon. Wunderbar. Ich glaube, dann kann man mich hören. Und der Yugi hört mich auch. Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Gut. Das ist unser altes Monsterprojekt. Und da werden wir heute noch ein bisschen weitermachen. Mal schauen. Wo fangen wir dann mal an? Pro Felix, auch ein Willkommen an dich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe es ein bisschen klein auf meinem rechten Monitor. Ich kann es so halbwegs gerade lesen. Ich sollte aber zwischenzeitlich mal ganz kurz eben den Stream wieder ausmachen bei mir, damit ich nicht zu viel Performance hier einbüßen muss. So, wir legen noch nicht direkt los, aber ich will mal schon so ein bisschen aufräumen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier so alles noch drin haben, obwohl das ist auch noch Cobblestone vom Schüsselmod. Mal gucken, das wäre der hier. Naja, dann lassen wir das mal hier draußen aus dem System. Davon haben wir noch was. Das kann auf jeden Fall weg. Das werden wir nicht gebrauchen. Glas werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Die werden wir auch noch brauchen. Ah, das ist Clearglas, ne? Ich glaube, wir hatten so oder so da unten Clearglas eingebaut, oder? Ich bin mir nicht sicher. Schau lieber nochmal, das ist Clearglas, ja. Okay, dann müssen wir noch auf jeden Fall bei das hier abcovern. Das kommt dann ja eh hier an der Wand zu, das passt also. Da könnte man vielleicht eine kleine Tür oder so einsetzen, wenn man hier dann noch irgendwie ran möchte oder so. Ja, das können wir machen. Das denke ich mal, ist ganz in Ordnung. Also ich gucke mir schon mal so ein bisschen an, was wir gleich noch so machen können. Wir können heute leider nicht ganz so lange machen. Ganz einfach, weil nebenan noch geschlafen wird und die müssen morgen doch relativ früh nachts raus, um 3. Und da möchten wir natürlich nicht ungerne stören. Ich guck mal, wie es so ist, ob wir zu laut sind oder nicht. Aber ich denke, das passt schon irgendwie. Kriegen wir also hin. Also mindestens bis 9 habe ich erstmal geplant. Das heißt, dann haben wir ungefähr 2 Stunden für diejenigen, die jetzt schon da sind. Für alle anderen haben wir ungefähr 1,5 Stunden. Und ich denke, ich hoffe, das reicht zumindest. Ah, okay, da sollte ich vielleicht jetzt schon mal... Ah, jetzt habe ich das Wasser da weggemacht, ne? Das war klug. Das war so klug. Ein Augenblick. Mann, diese Rüstung ist ein bisschen schnell. Das ist man nicht so gewohnt. So, das Lilypad haben wir wieder eingesammelt. Nice. I like you. Auch ein herzliches Willkommen an dich. Willkommen, willkommen. Oh, das gute alte Monster. Das habe ich schon ein wenig vermisst. Was soll ich bei den Büchern nicht vergessen? Dass wir die noch beschriften oder... Huch. Okay. Dass wir die noch beschriften müssen oder was soll ich daran nicht vergessen? Ich weiß es nicht. Irgendwas soll ich bei den Musecroft-Büchern nicht vergessen, schreibt der Yugi. Aber ich hätte es wahrscheinlich vergessen, weil ich weiß gerade nicht, was gemeint ist. Mal schauen. Wird er mir wahrscheinlich hoffentlich gleich noch eben mitteilen. Gehe ich mal von aus. So, dann hier müssen wir trotzdem noch mal einmal runter. Da noch mal einmal rein und dann sollte das eigentlich soweit geregelt sein. Das läuft dann hier so lang. Korrekt. Bin jetzt nicht gerade sicher, ob ich einen zu hoch sogar gebaut habe. Ach so, mit Schildern. Alles klar. Okay. Ja, kriegen wir hin. Da werden wir noch ein paar
schöne Schilder. Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt hier falsch gebaut. Nein, haben wir nicht. Noch ein paar schöne Schilder dann hinsetzen. Das ist kein Thema, kein Thema. So, und dann hier noch eine Reihe. Ne, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn ich das so sagen darf. Und das kommt ja hier wieder weg. Korrekt. Und da habe ich dann schon auf jeden Fall etwas falsch gemacht. Denn wir müssen da ja nochmal ran. Sie mache ich es da nochmal dicht. Wir müssen ja hier den Boden noch einmal kurz ändern. Der soll ja natürlich dann auch korrekt sein. Ich habe extra meine, was? Meine Hausübung, Hausaufgaben wahrscheinlich, oder was? Ach ja, herrlich. Ja, sehr schön. Sehr schön, dass du auch den Stream schauen kannst. Ja, siehste, lohnt sich doch immer wieder einzuschalten. Wir machen es zu selten, ne? Das ist definitiv eine Sache, die wir mal wieder öfters machen müssen. Mal schauen, ob das jetzt mit der nächsten Zeit dann auch besser hinkommt, dass wir das dann auch wirklich öfters mal wieder schaffen zu streamen. Macht ja auf jeden Fall immer wieder Spaß. Und ich hatte eigentlich so ein bisschen die Idee, dass wir die, besonders diese Third Party Mods, die kann man bestimmt immer sehr gut livestreamen. Eventuell, es war ja auch immer wieder gewünscht, dass wir mal was wieder mit der Community machen. Bloß Minecraft-mäßig ist das immer ein bisschen schwierig. Erstens einen Server zu finden, wo natürlich auch alle drauf können, ohne dass natürlich gleich anfängt, alles zu laggen. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Und ja, das ganze Überwachen und so. Ich kenne mich auch mit den Minecraft-Servern nicht hundertprozentig immer aus, beziehungsweise spezielle Minecraft-Server-Mods. Da bin ich jetzt nicht so auf dem Laufenden. Das heißt, ich kenne mich da nicht aus, aber ich beschäftige mich da eher weniger mit, weil ich eigentlich größtenteils ein Singleplayer-Spieler bin. So. Es ist spät, okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Endlich mal wieder ein Livestream. Ja, endlich mal wieder, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt. Das wollte ich auch mal wieder ein bisschen Zeit. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte Clearglas bauen. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich überhaupt noch Cent habe. Bin ich jetzt mal gerade überfragt. 56. Das sieht doch ganz gut aus. Dann schmeißen wir die rein. Die werden automatisch abgepumpt. Wie sieht es mit Glas aus? Haben wir hier nichts mehr? Vielleicht haben wir hier hinten in dem. In der Segmill, Alloy Smelter, da liegt auf jeden Fall noch was drin. In dem Pulverizer, das ist normaler Cobblestone, den kann ich da schon mal reinstecken. Müsste eigentlich Sand draus werden, ja. Wunderbar, Segmill, da ist nichts drin. Gut, gut, gut. Ich spiele noch Crash Landing, ja, aber als Let's Play auf YouTube. Ist noch bis Ende dieser Woche. Dann fangen wir mit einem neuen Projekt an, mit Direwolf 20. Mir geht es sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage. Und selbst so. Auch alles auf der Reihe. Oh, ich glaube, da bin ich gerade mit meinem Kopf ein wenig gegen das Mikrofon gekommen. Das soll natürlich nicht passieren. Ich hoffe, es war nicht zu laut. So, was will ich da denn jetzt machen mit dem Schissel im Crafting-Fenster? So, was brauchen wir denn? Ich weiß gerade gar nicht, welche Sorte wir benutzt haben. Ich glaube, es war die hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ja, das dürfte die eigentlich sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das ist die falsche. Das ist definitiv die falsche. Muss ich nochmal schauen. Dann, einen Augenblick. Ich musste mal ganz kurz nach vorne beugen, zum Monitor ein wenig. War es die hier? Ne, es war ja dieselbe. Natürlich war das dieselbe. Den einen drüber wollte ich doch ausprobieren. So, den hier. Ja, der war's. Korrekt. Korrekt, korrekt, korrekt. So, ich bin gespannt, ob er noch dran denkt. Was? Dass ich mich erschrecke? Ah, okay. Alles klar. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hätte ich jetzt aber auch nicht so dran gedacht. Stimmt, korrekt. Wir hatten da ja was. Jetzt hast du mich gewarnt. Jetzt kannst du es nicht mehr sehen. Jetzt weiß ich es wieder.
Ich hätte mich wahrscheinlich eventuell nochmal drüber nachgedacht. Ja, das könnte gut aus sein. Huch. Ach, herrje, da fehlt natürlich noch ein bisschen Glas. Einen Augenblick. Ja, wie gesagt, eigentlich will ich jetzt hier mehr oder weniger das Ganze noch ein bisschen zum Abschluss bringen. Für heute. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir heute vielleicht nicht ganz so lange können, weil nebenan noch ja, versucht wird zu schlafen. Ich weiß nicht, wie laut ich bin. Ich weiß nicht, werden wir dann ja sehen, ob sich das be ob beschwert wird. Wieso kann ich das da nicht mit abbauen? Kann ich es mit einem Akt abbauen? Schwierig, schwierig. Ich weiß es nicht. So. Ein neuer. Oh, eine 100.000er Leitung. Mann, hätte ich auch ganz gerne. Ich habe bloß eine 32.000er. Schade. Aber eine 100.000er wäre schon ziemlich nice. Durchaus. So, mal gucken. Clearglas, da kommt doch schon ein bisschen was rein. Das können wir doch gleich direkt benutzen. Hitsche sagt auch Hi. Also Hi, Hi, Hitsche. Wenn man es nicht wieder anders ausspricht. Das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich finde. Viele denken sich immer sehr schöne Namen aus. Das Problem ist immer, wie man es dann nachher ausspricht. Dann versucht man es Deutsch auszusprechen, aber dann haben sie es natürlich wieder so angelegt, dass es dann mit der englischen Aussprache ausgesprochen werden muss. Oder irgendwie, was weiß ich, sehr, sehr merkwürdige japanische Namen. Also es ist immer manchmal ein wenig schwierig. Also verzeiht es mir, wenn ich nicht sofort drauf komme, wie ihr ausgesprochen werdet. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Ah, okay. Ja, genau, das stimmt. Du hattest mir ja geschrieben, dass du deinen kleinen Unfall hattest. Das freut mich aber, dass es dir wieder besser geht. Das freut mich. So, dann lasst mich mal eben kurz schauen. Wie machen wir das denn jetzt hier? Machen wir jetzt echt noch einen kleinen Eingang hier hin? Ja, ich denke, das können wir trotzdem machen. Dann lasst uns das mal hier so lassen. Dann lasst uns das hier mal so lassen. Und dann machen wir da eine Tür rein. Bin mir nicht sicher, ob ich da eine Tür unbedingt drin haben will. Tür könnte man schon nehmen, aber ich weiß nicht. Eine Tür, dass man hier halt noch ein bisschen dran rumarbeiten kann. Einen Augenblick, ich kann doch hier Lichter verteilen, ne? Ja. Wobei, das will jetzt wieder mal da nicht an die Ecke, ne? Na, dann lassen wir es halt da kleben, was soll's. So, uiuiui, da kommen ja alles Mögliche an Texten rein. Och doch, also für Stream und so ist schon ganz nice, ein bisschen höheren Upload zu haben oder halt Videos hochzuladen auf YouTube, geht dann auch ein bisschen schneller. Also eine 100.000er Leitung lohnt sich schon. Würde ich jetzt nicht verachten. Klar, mit einer 32.000er kommt man normalerweise in der Regel auch locker aus. Das ist wohl wahr. Das ist definitiv wahr. So, schwupp, schwupp, schwupps. Ich meine, es lohnt sich schon, ob man jetzt irgendwie eine halbe Stunde irgendwie was hochladen oder eine Stunde was hochladen muss oder nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Ich meine, dadurch spart man ja auch ein wenig an Zeit, ne? Das ist schon klar. Oh ja, der hat einen Sprung von 1.000 auf eine 100.000er gemacht. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied, das stimmt. Wie die Fußbank. Was für eine Fußbank. Jetzt bin ich ganz irritiert. Ich kenne keine Fußbank, die Hitsche heißt. Ich kenne eine Pritsche. Das wäre es dann aber auch, eine Hitsche. Hitsche. Für alle diejenigen, die auf YouTube vielleicht morgen oder so rätseln, wo welchen Namen ich mir gerade versuche auszusprechen. So, ich bin so ein bisschen gerade vertieft in den Chat.
nicht wundern, wenn ich hier gerade falsche Sachen betreibe. Ist immer wieder mal lustig, auch mal mit den Leuten so ein bisschen, Hallo? Ein bisschen unterhalten kann. Das macht auch mal ein bisschen Spaß. Dann kriegt man mal Feedback sofort zurück. Besonders wenn man was falsch macht. Aber bis jetzt scheint sich noch keiner beschwert zu haben. Okay, wir haben auch noch ein bisschen gebildet. Ich warte, ach ja, müsste eigentlich jetzt, ist jetzt halb, ne? Also dementsprechend können wir jetzt ja eigentlich so richtig durchstarten. Es wird auch heute eigentlich viel gebaut. Das heißt also, wir können einiges an Fragen durchgehen, können einiges besprechen. Wenn ihr also Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr das natürlich auch immer gerne loswerden. Ich weiß natürlich einiges, was ja schon öfters besprochen wurde, aber eventuell ist ja noch das ein oder andere unklar und würde ganz gerne vielleicht heute noch eben besprochen werden. Ich weiß es nicht. Also könnt ihr da immer gerne mit rausrücken. Wie gesagt, ich möchte das Ganze noch ein bisschen hübsch bauen für euch. Gibt ja dann zum Schluss wieder noch einen Map-Download für alle diejenigen, die natürlich ganz gerne hier auf dieser Map vielleicht noch weiterspielen wollen. Also da gibt es auf jeden Fall was. Ah, oh mein Gott. Spielt doch noch nachher das Mad Pack 2. Ja, das Problem ist, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, als wir angefangen haben, dass wir heute Abend ja nicht mehr so ganz so lange können. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich ein bisschen hier so den Abschluss für Monsters finden. Und ja, für den nächsten Livestream muss ich mal gucken, was wir uns da dann ausdenken. Ob wir dann, wie gesagt, oh, das regnet aber gerade draußen ziemlich heftig. Ob wir uns dann wieder ein schönes Partypack oder so aussuchen, was man dann sich angucken kann, oder ob wir irgendwie einen Server nehmen. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig, das muss alles ein bisschen geplant werden. Da kann ich einfach momentan noch nicht so wirklich was drüber sagen. Oh Mann, auf Twitch geht es nicht um die Qualität. Du musst denken, dass das andere Leute eine Bambusleitung haben. Ja, das ist definitiv wahr. Da hast du wohl recht. Hauptsache, die Unterhaltung stimmt, ne? Das ist doch die Hauptsache. Hauptsache, ihr könnt ein bisschen Spaß haben am Abend. Nicht so das langweilige Fernsehen, was es heutzutage. Ach, das ist der Herbert. Da war der Herbert wieder am Hauen. Nicht so das langweilige Fernsehen, was es so momentan einfach nur im deutschen TV gibt. Weiß nicht, finde ich irgendwie tierisch langweilig geworden über die Jahre. Da gibt's einfach nichts Neues, nichts Vernünftiges. Gut, ja, das ist klar. Zu lange Folgen. Meinst du, dass ich kürzer machen soll? Ach so, wegen Hochladen war das, glaube ich, noch. Ja, das ist schon ein Unterschied. Wenn man dann eine 100.000er Leitung hätte, das würde nochmal um das Doppelte schneller gehen. Das wäre schon ziemlich nice. Wäre nicht so ganz so anstrengend manchmal abends, wenn man nochmal was hochladen muss, weil man irgendwie wieder in Verzug geraten ist. Wegen irgendwelchen banalen Sachen. So, das kann ja mal ab und zu mal vorkommen. Schwupps, das hier wieder alles weg. Dann können wir diese Wand hier noch mal ganz kurz reinreißen. Ich bin so ein bisschen im Verzug mit dem Chat, das merkt ihr wahrscheinlich gerade selber. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ein Auge auf den rechten Monitor und das andere Auge auf den linken Monitor und dann noch was Sinnvolles sabbeln. Das ist immer schwierig. So, ein Augenblick. Wie gesagt, ich bin das selber ja noch nicht so wirklich gewohnt. Im Livestream, da muss man ja nicht so auf die Zuschauer mal ein bisschen drauf achten. Aber hier ist das immer so ein bisschen, ja, das ist schwierig. Anders auf jeden Fall als YouTube. So, mal gucken. Ich sammle noch mal ein bisschen Kabel ein und dann gucken wir mal, was haben wir sonst noch? Also. Wer lädt von uns schon viel hoch? Ja, das ist wohl wahr, wahrscheinlich. Das sind die wenigsten, die viel hochladen. Ich möchte jetzt ja keinem zu nahe treten, aber ich glaube, es sind die wenigsten, die viel, beziehungsweise den Upstream ihrer Leitung sehr, sehr in Anspruch nehmen. Ich glaube, auch die meisten werden den Download ihrer Leitung, also die jedenfalls so eine große Leitung, eine 100.000er oder sonstiges haben, werden die wenigsten, glaube ich, komplett ausreizen. So, wie steht's? Bei mir steht's immer noch alles ganz gut. Alles wunderbar. Hitsche heißt auch Fußbank im Sächsischen. Ah, okay.
Da kenne ich mich leider nicht so aus. Sie kommen aus dem Norddeutschland. Das ist ein bisschen schwierig mit Sächsisch. Sächsisch. Nee, das kann ich nicht. Das kann ich definitiv nicht. So, wie habe ich denn jetzt die Abstände gemacht? Zwei immer, ne? Die Hitsche. So. Ist mir auch übrigens neu, dass Hitsche im Sächsischen. Also Hitsche. Nee, Hitsche, Hitsche, Hitsche. Schwierig, keine Ahnung. Ich möchte mich, glaube ich, nicht dem sächsischen zutrauen. Das ist, weiß ich nicht, Dialekte ist ein bisschen schwierig. Oh Mann. Was kann ich noch mit Crash Landing? Noch heute im Anschluss spielen? Das wird schwierig, wie gesagt. Hatte ich vorhin schon erwähnt, als wir schon ein bisschen angefangen waren. Ich weiß nicht. Hatte ich es vorhin schon mal nochmal erwähnt? Ich weiß es. Ihr erwähnt es einfach nochmal. Wir können leider heute Abend nicht ganz so lange streamen. Hier da, das war das Erschreckung, war vorhin übrigens gemeint. Weil ganz einfach nebenan geschlafen wird und das ist so ein bisschen problematisch. Wenn man dann ein bisschen zu laut ist, dann wird sich gleich beschwert. Also ich weiß nicht, wie lange ich kann. Also ich schätze mal, vielleicht 9, vielleicht bis 9:30. Mal gucken. Ich weiß, es ist ein bisschen kurz, aber ich habe am Wochenende wieder was geplant. Also das heißt, es wird auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit wieder öfters werden. Und ich denke, das ist ganz in Ordnung. So, Madpack 2 ist sehr schwer. Das glaube ich. Habe ich schon was von gehört, dass es schwer sein soll. Kann ich aber leider nicht bestätigen. Habe ich selber noch nicht gespielt. Madpack 2. Der kann da auch mal zum Beispiel hin. Und dann. Na, willst du mir die wohl geben? Jetzt. Jetzt will er sie mir geben. Wunderbar. Dann hier unten noch einmal tun's kurz durch. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so laut werde. Sonst, wird sich gleich schon beschwert. Schwupps. Schwupps. Und. Dahin. Fernsehen ist eine Frechheit, ja, definitiv. Kann man heutzutage nicht mehr anschauen, was da läuft. So, das haben wir weg, das haben wir weg. Machen wir diesen einen Eingang hier noch mit rein? Ja, ich denke schon, ne? Ich denke schon, das kann man machen. Da lang und dann das hier durch und dann noch einmal hier lang. Ach ja, schön, ne? Finde ich auch mal wieder schön, dass hier das alte Modpack wieder mal gespielt wird. Wie lange ist das jetzt eigentlich schon her? Ich weiß es gar nicht. Irgendwann im Dezember, Anfang Dezember kam die letzte Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr wisst das wahrscheinlich besser als ich. Ich glaube aber schon. Wir haben jetzt 35 Folgen. Ja, müsste sogar ja doch Anfang Dezember, 35 Folgen Crash Landings haben wir jetzt, ja doch. Dürfte ungefähr hinkommen. Ah, jetzt ist Cobblestone. Dürfte ungefähr hinkommen. Mir geht's immer noch sehr, sehr gut. Aber trotzdem, willkommen, willkommen, alle diejenigen, die jetzt gerade nochmal reingeschaut haben. So. Schwupps. Ich schaue gleich mal wieder ein bisschen auf den Chat. Ich verspreche es. Da kommt einfach momentan gerade zu viel rein. Dass ich Schwierigkeiten habe, alles gerade zu lesen. Aber ich werde euch nicht vergessen. Also keine Angst, schreibt ruhig. Werde gleich alles schon wieder weiterlesen. Kein Thema. Kein Thema. Wie gesagt, die Map wird es auch zum Download nachher wieder geben. Mal gucken, ob ich das dann schon morgen hinkriege oder übermorgen. Einmal werde ich dann schauen, wie ich das hinkriege, so zeitlich. Mache ich nochmal ein kleines Video und vielleicht mache ich noch ein bisschen, welchen Rest, den wir heute vielleicht nicht schaffen, dann vielleicht noch offscreen oder so fertig bauen. Also mal gucken. Kriegen wir also irgendwie schon hin. So. Also gucken wir mal ganz kurz. Na, was ist. Was haben wir denn? Ich bin erstmal essen. Wir sind circa 40 Minuten. Okay, der wird wahrscheinlich schon weg sein. Aber trotzdem guten Hunger. Wo wohnst du? In Ostfriesland. Das sollte eigentlich genügen. Also im norddeutschen, ostfriesischen Raum wohne ich zurzeit.
Mal gucken, wie es mir jetzt nach meinem Studium dann ergeht, wo ich dann sozusagen landen werde, aber zurzeit noch in Ostfriesland. Es kann also sein, dass sich das vielleicht auch in geraumer Zeit noch ändern wird. Aber dann werdet ihr wahrscheinlich eh was erfahren, weil dann wird ja alles mit Umzug und so wieder wahrscheinlich etwas sein. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal melden. Aber zurzeit noch in Ostfriesland. So, was haben wir sonst noch? Willst du keine Hintergrundmusik? Nee, momentan nicht. Wie gesagt, weil ich das Ganze ja auf YouTube hochladen will, ist das immer mit Hintergrundmusik recht schwierig, weil einem mal ganz kurz schnell die Videos gesperrt werden. Und so viel GEMA-freie Musik habe ich nicht, dass wir jetzt irgendwie 3 oder 4 Stunden irgendwie mit Musik uns hier die Ohren besausen lassen können. Leider nicht. Ich habe ein paar, aber das wird leider mit der Zeit auch ein bisschen langweilig, wenn man dieselben Stücke hört. So. Das klappt leider also nicht. Also wie gesagt, wenn ich Sachen auf YouTube hochlade, dann kann ich im Livestream leider keine Musik anmachen. Ansonsten wird es dann, könnten wir dann mal überlegen, dass wir irgendwelche Musik dann da einbauen. Aber wie gesagt, heute nicht. Heute leider nicht. Schwupps, und dann geht's hier weiter. Mal ganz kurz ein bisschen Wasser ausbreiten. Da noch was hin. Da was hin. So, da ist wieder fertig. Da ist auch gleich fertig. Und dann können wir hier wieder ein bisschen Glas verlegen. Geht doch eigentlich relativ zügig, muss ich sagen. Haben wir auf jeden Fall den Untergrund schon mal ein bisschen was gearbeitet und werden wir gleich noch ein bisschen draußen an den Dächern auf jeden Fall arbeiten. Ich möchte so ein bisschen hin und her switchen können. Kannst du vielleicht mit uns noch zusammenspielen? Wie gesagt, heute ist eigentlich Abschluss Monster. Wie gesagt, am Wochenende könnte ich da wieder was planen. Müsste ich mal schauen. Dann könnten wir auch mal wieder was Community-mäßiges planen. Aber wie gesagt, das ist immer so ein bisschen schwierig, was mit der Community zu planen. Nicht, dass es an sich schwierig ist, sondern halt so die ganze Planung an sich. Also sprich Server finden, Termine finden, das Ganze koordinieren, etc. pp. Da kommt man schon auf einige Sachen zu, die man da beachten muss, dass es natürlich auch alles vernünftig und wunderbar klappt und jeder natürlich nachher auch im Endeffekt zufrieden ist und auch jeder mitspielen kann, der dann auch möchte. Und das ist, wie gesagt, schwierig, das alles zu koordinieren. Versteht mich da nicht falsch, aber gerne, gerne. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer. Das ist leider so. So schaut es leider aus. Gut, gucken wir mal weiter. Gleich auf die Seite. Was haben wir sonst noch? Auf irgendeinem Server, ja, da freuen die sich bestimmt, wenn wir damit. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute gerade zuschauen. Ist gerade ein bisschen verdeckt, einen Augenblick. Ich guck mal ganz kurz rüber. Oh ja, gut. Wir sind noch nicht viele, aber theoretisch ist natürlich dann wieder, wenn man sich einen kleinen Server so mit 30 Slots oder 40 Slots dann auf einmal mit 10 Mann oder 15 Mann auf einmal joinen und da alle auf einer Stelle rum, wird schon lustig. Da freuen die sich bestimmt auch nicht, wenn wir da einfach mal eben kurz so vorbeischauen. So, mal eben kurz gucken. Das war die geschisselte, das normaler Cobblestone. Dann können wir ganz kurz die ganzen anderen Sachen hier mal ganz kurz reinwerfen, die wir nicht brauchen. Ist noch Clear Glass. Das haben wir bis hierhin fertig gebaut. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch hier diese eine Wand. Die kann ich dann theoretisch auch noch später fertig bauen. So, dann kann ich noch ein bisschen Licht hier verteilen. Das heißt, da eine hin, da eine hin und dann machen wir das so, würde ich sagen. Ne? Ja, doch, so kann man es lassen eigentlich. So können wir es lassen. Da. Und dann geht das hier rum. Da müssen wir auch noch ein bisschen was anderes für finden, glaube ich. Und da hinten müssen wir auch noch mal ein bisschen aufräumen. Das ganze Cursed Earth ist da ganz schlimm, schlimm, schlimm. So, was haben wir ansonsten noch gerade so im Chat gerade?
da kommen ganz viele Hi's. Ja, willkommen, willkommen, willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Freut mich auf jeden Fall. Müssten wir eigentlich auch ein bisschen wieder in der Aktivität gleich ein bisschen gestiegen sein, wahrscheinlich. Du wohnst in Deutschland, ich in, was? Kenton? Oder Kärnten? Ah, ja. Auch nicht schlecht. Ist ja eigentlich fast egal, wo man wohnt. Das macht so keinen großen Unterschied. Wie lange wird der Stream geben? Wie gesagt, heute Abend nicht ganz so lange. Wahrscheinlich so ungefähr jetzt noch 1,5 Stunden. Zu circa. Hast du einen eigenen Server? Nein, habe ich nicht. Das hier ist Singleplayer und zurzeit habe ich auch keinen Community-Server oder so, wenn sowas in der Richtung gemeint ist. Wie gesagt, diese ganze Planung, das ist immer ein bisschen schwierig und war auch in der letzten Zeit kaum möglich wegen dem Studium. Und ja, es kostet einfach wirklich eine ganze Menge Zeit, glaub mir das. Also da rede ich jetzt auch nicht gerade wild drumherum. Deswegen sind auch solche ganzen Server-Geschichten meist auch immer in sehr großen Gruppierungen, beziehungsweise die guten in großen Gruppierungen unterwegs, dass sie das alles schön zusammen da erledigen. Und das natürlich alles auch auf die Reihe halten. Und das könnte ich definitiv auch schon gar nicht mehr alleine. Wie gesagt, es gibt auch schon einige, die dann doch ganz gerne mitspielen möchten und auch wollen. Und das sollen sie dann ja auch. Bloß das Problem ist, ich möchte, wenn, dann auch schon allen die Möglichkeit geben. Und das ist dann doch schon wahrscheinlich ein wenig doch zu viel. Also wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, das Ganze vernünftig zu durchplanen. Da müsste ich mir auch mal mit jemandem zusammensetzen, der da wirklich richtig gut Ahnung von hat oder das auch schon vielleicht 1 oder 2 Jahre selber einen im Betrieb hat und dann mal so ein bisschen herauskristallisieren, wie man das Ganze vielleicht am besten aufsetzen kann. So, also das heißt, wir gehen einfach mal hier ganz kurz komplett rum. Oh Mann, da kommen aber ja wieder eine ganze Menge Leute rein. Willkommen an alle. Willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Sehr schön. Nee, ich habe momentan keine Twitch-Spots oder irgendwelche Moderatoren momentan festgelegt. Habe ich bis jetzt ja auch noch nicht gebraucht, weil ich ja nicht wirklich häufig bis jetzt gestreamt habe. Ich weiß auch, wie viele Streams sind mir vielleicht gekommen im letzten Jahr. Ja, ich glaube, das ist an einer Hand abzuzählen oder vielleicht auch sogar an zwei. Das ist jetzt nicht so berauschend, dass wir jetzt dringend welche bräuchten, oder? Aber ich werde mich auf jeden Fall, wenn wir jetzt wieder öfter streamen, beziehungsweise das jetzt auch zur Gewohnheit machen, werde ich mal gucken, ob wir da eventuell Bedarf haben und das dann nachholen. So. Das und das. Und dann 64 von denen. Das sollte erstmal reichen. Den internen Server, ja. Stimmt, einen lokalen Server könnte ich, hätte ich, oder was meinst du jetzt? Ja, das könnte man natürlich theoretisch als Server noch so halbwegs ansehen, das ist korrekt. Aber so einen wirklichen Server habe ich nicht. So. Kann man nicht theoretisch auch. Wo haben wir denn den Hover-Mode draufgelegt? Keine Ahnung, auf welcher Taste wir den Hover-Mode gerade haben. Ganz kurz eben gucken. Was haben wir denn hier? F oder J? Nee. Ah, ich glaube, den Hover-Mode haben wir gar nicht drin. Ne? Den müssen wir erst installieren. Haben wir ja gar nicht drin. Haben wir nicht drin. Ach Mann. Aber wenn wir die erste Reihe erstmal drauf haben, dann dürfte das auch nicht so schwer sein. Ah, toll. Das klappt einfach nicht. So, dann machen wir das wie folgt. Komm, setz da mal einfach einen hin und dann schwupps, schwupps, schwupps. Und dann setzen wir da wieder einen hin, fliegen ein bisschen rum und machen wir es einfach so. Wie gesagt, brauchen wir nur für die erste Reihe, für die nächsten können wir das definitiv gleich anders lösen. Und da, wunderbar. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Dach machen werde. Mal schauen. So. Hast du was verpasst?
Weiß zwar nicht gerade, worum es ging, was du verpasst hast, aber scheint dann so. Ich weiß es nicht. Ach ja, ach ja. Oh, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt was zu trinken mir hier hingestellt? Ah ja, doch. Zum Glück. Ansonsten muss ich leider mal was eben besorgen gehen. So, oh nee, ah, so nicht. So klappt das nicht. Jetzt hier wir mal diese besondere Ecke mal machen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Setzen wir da mal einen hin. So, jetzt können wir jetzt ein bisschen basteln. Haben wir, ich glaube, den Hammer brauchen wir dafür, ne? Das Ding funktioniert nicht. Müsste ich mir mal den Hammerchen mal besorgen. Wo haben wir den denn hingelegt? Hammer, Hammer, Hammer. Ja, haben wir ihn nicht? Da haben wir. Ah, hier genau, zwei haben wir sogar schon. Haben wir ihn schon so häufig benutzt haben. Und beim letzten Mal, glaube ich, nicht gefunden haben, ne? Irgendwie sowas war da. Irgendwas war da doch. Das passt alles nicht. Der muss gleich da rein. Das hätten wir ganz gerne, genau. So, so sieht's doch schon mal sehr gut aus. Kann es sein, dass du auf YouTube viele unaktive Abonnenten hast? Wieso? Weil so wenig zugucken oder was meinst du? Das ist relativ normal, wenn du bei anderen YouTubern guckst, die haben dasselbe. Das ist einfach regulär so. Du kannst damit rechnen, dass du ungefähr ja so 10% von den Abonnenten, die du hast, dass die auch ungefähr regelmäßig zuschauen. Und da bin ich eigentlich mit meinen Zahlen doch relativ noch zufrieden. Also von da aus. Hauptsache, es guckt überhaupt noch wer. Das ist doch erstmal die Hauptsache. Dann bin ich schon halbwegs zufrieden. Wenn es später keinen mehr interessieren sollte, dann kann man sich ja mal Gedanken machen. Aber solange noch Leute zuschauen und da Lust drauf haben und da Spaß dran haben, solange ist es doch in Ordnung. Solange finde ich es auf jeden Fall gut. Und solange habe ich auch noch Spaß daran, weiterzuarbeiten. Na komm. So. Schwups, schwups. Und dann wieder hier ein bisschen mit dem Hämmerchen. Ups. Na, so sollte es eigentlich nicht passieren. Mit dem Hämmerchen wieder ganz kurz hier reingezimmert. Das war falsch. Da haben wir das Richtige. Und da haben wir das Richtige. Und dann, na komm. Einmal noch wieder raus. Und dann gucken wir hier nochmal ganz kurz. Gut. So sieht es schon mal gut aus, die erste Etage mit der Schräge. Ah, ich glaube, ich baue ein Flachdach. Ich habe, glaube ich, ja, ich glaube, das ist fast schon das Beste. Jova Mod ist manchmal auf C, was? Achso, der Hover Mode. Auf C. Ja, ich meine, dass wir den erst installieren müssen. Nee, C ist er auch nicht. Ich meine, dass wir den nicht installiert hatten in der Rüstung. Ich glaube es jedenfalls nicht. So, was hatten wir jetzt hier an den Rand? Hatten wir jetzt die gelben gesetzt. Haben wir auch dahin gemacht. Okay. Dann machen wir das hier doch auch so weit. Den, den und den. Und den, den. Na. Der wurde gesetzt, aber nicht angezeigt, mal wieder. Und den. Gut, und den Rand hatten wir dann weiß und dann die Innenflächen hatten wir dann so. Okay. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Na, toll. So nicht. So nicht. Bin zu schnell im Drücken. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. So. Ist ein bisschen träge. Ich weiß gar nicht. Habe ich überhaupt noch. Na, so viel Marble haben wir auch nicht mehr, ne? Ist schon schwer. Das heißt, hier müsste ich theoretisch dann auch noch die Ecke umändern. Das war vielleicht ein bisschen viel, ne? 15 würden, glaube ich, auch reichen.
Oh, und welche Teile waren das jetzt? Die 13er sind das. Okay, die 13er. Also die. Das einmal hier hinlegen und das dann so. Korrekt. Sehr schön. Passt. Ich gucke gleich mal wieder ein bisschen in den Chat. So ein bisschen Abwechslung, wieder ein bisschen gucken, was ihr so fragt oder was ihr wieder für Anregungen habt. Ich schaue mir den Stream auf YouTube an. Ah ja, gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, wird wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages vielleicht schon dann da sein. Entweder morgen oder übermorgen, muss ich mal gucken. Werde ich ihn einfach mal so übertragen von Twitch wieder rüber. Ist kein Problem. So, brauchst du einen Twitch-Mod? Momentan, wie gesagt, da habe ich noch keinen Bedarf. Wenn, dann werde ich auf jeden Fall mal gucken, wer da so in Betracht kommt. Einmal noch so den einen oder anderen, der immer regelmäßig da ist. Und da muss ich mal ganz kurz gucken, wie wir dafür dann bestimmt nehmen können. Da wird sich bestimmt der ein oder andere finden, der da Lust drauf hat. Ich denke mal, Lust haben fast alle. Aber müssen natürlich auch einen finden, der das natürlich auch vernünftig dann macht im Endeffekt. So. Na komm. Willst du mir wohl den Block wieder zurückgeben? Gut, gehen wir einmal ganz kurz mit den Blöcken hier einmal rum. Ich weiß nicht, soll ich jetzt, ich glaube, ich gehe da mit zwei. Machen wir da den zwei dick? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, wir machen das so. Dann passt das mit der Ecke wenigstens ein bisschen besser. Ja, und das in der Mitte könnten wir theoretisch aus Glas machen. Dann haben wir wenigstens vernünftige Lichtquelle so am Tag. Ja, das können wir theoretisch machen. Ich möchte deine Meinung wissen, aber immer doch. Ich habe ein Modpack und programmiere gerade eine Applikation dazu. Ein, was? Eine Guide sozusagen. Okay, was soll ich da jetzt meine Meinung zu sagen? Wie ich das finde? Oder ist ein bisschen schwierig, wenn man so nicht die Frage hat, was jetzt genau gewünscht ist. Wäre schon ganz gut, wenn du das noch dazu schreiben könntest. So. Nee, Arismatic 2 für die 1.7. 10 habe ich mir noch nicht angeschaut. War ja lange Zeit, dass der Mod-Ersteller nichts mehr rausgebracht hat, beziehungsweise dass er das Ganze auf Hold gemacht hat. Ich weiß gar nicht, programmiert er mittlerweile wieder weiter oder ist es immer noch diese Testversion in der 1.7? Ich weiß wohl, dass er mitten in der 1.7 aufgehört hat, weil er gerade irgendwie keine Zeit hatte und deswegen die meisten Modpack-Ersteller das ungern in ihren Pack mit reinbringen, weil es halt so eine halbfertige Version irgendwie nur wäre. Ich weiß aber nicht, ob er mittlerweile wieder dran weiterarbeitet. Was wollte ich erstellen? Genau, ich brauche, glaube ich, Iron. Oh Gott, jetzt bin ich jetzt wieder mal am Überlegen. Was war das denn noch? War das Iron und Stone? Oh Gott. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder war es Iron und Dirt? Ja, muss ich echt nachgucken. Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, so, Schüssel. Wo haben wir es denn? Weiß gar nicht, kann man die Blöcke jetzt überhaupt anschauen? Welche waren das denn? So, mal gucken, mal gucken. Da waren sie nicht. Da auch nicht. Hier müssten sie sein. Der war es nicht. Der hier müsste es sein, nicht? Oder einer von denen. Einer von denen. Ach, normaler Stone war es. Okay. Lag ich ja schon fast gar nicht so falsch. Mit Cobblestone oder mit Dirt. Normaler Stone. Bisschen habe ich noch, nicht viel. Na gut, kriege ich wenigstens noch 64. Das sollte erstmal für das erste Haus. Ich versuche es immer mit Shift-Klick, das funktioniert nicht. Sollte für das erste Haus auf jeden Fall noch reichen. Wie ich mit Vornamen heiße, das wissen eigentlich schon die meisten, aber Frank. Frank. Heiße ich mit Vornamen. Theoretisch. Haben jedenfalls meine Eltern so entschieden.
So, wie ich die Idee finde. Du hast, ja, ist die Frage, was für ein Guide soll das denn sein? Der soll durch die Mods führen oder? Also du hast ein Modpack und dazu programmierst du gerade eine Applikation, was sozusagen eine Guide darstellt. Das heißt also, die soll sozusagen durch die einzelnen Mods führen oder durch eine Mod oder ja, das ist ein bisschen schwierig. An sich die Idee gar nicht mal so schlecht. Kommt immer so drauf an, was für Mods. Aber an sich, wenn es gut gemacht ist, bestimmt keine schlechte Idee. Weil es ja doch immer viele Leute gibt, die sich wenig mit Mods auskennen und für die ist das bestimmt gar nicht mal so schlecht, wenn sie sich irgendwie an so eine Richtlinie mal halten können, das Ganze vielleicht mal so nach einem Schema mal abarbeiten können, wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Also, wie gesagt, wenn es ganz gut gemacht ist, bestimmt keine schlechte Idee. Schwupps, da mal ein bisschen Cobblestone, aber die geht ja natürlich nicht. Dann machen wir das System da. Nehmen wir mal ganz kurz 64 raus und machen mal ein bisschen Stone hier. Dann kann man mal ein bisschen in den Chat reingucken. So. Ist im Direwolf 20 Pack? Nee, ist nicht im Direwolf 20. Genau. Im Party Pack. Genau. Nee, im Direwolf 20 war es nicht. Ich glaube, Direwolf 20 hat es auch extra deswegen nicht in sein Pack mit reingenommen. Die Bridge als Panoramadach. Wow, das ist aber ein bisschen großes Panoramadach. Könnte man theoretisch machen, aber nö, ich denke, ich werde es erstmal für Glas, glaube ich, bleiben. Wurde meine Frage schon beantwortet? Ich weiß es nicht. Was war deine Frage? Müsste ich hochscrollen, einen Augenblick. Mal eben kurz gucken. Da, 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 da. Ach so, hast du dir mal Sky Factory? Ah, jetzt scrollt er wieder ein bisschen runter. Verdammt, wo habe ich ihn jetzt da? Hast du dir mal Sky Factory 2 angesehen? Jein. Ich habe mal so ein bisschen so einen groben Überblick rüber reingeguckt. Ist natürlich so ein bisschen vom Aufbau natürlich ein bisschen wie Agrarian Skies, sage ich jetzt mal so ein bisschen grob verallgemeinert. Ja, ist ein bisschen schwierig, ob wir das jetzt nochmal wieder in Angriff nehmen wollen, direkt. Aber ja, wäre so ein Kurzprojekt mehr oder weniger, wieder so, weiß ich, 30 Folgen oder so, was man so einen Monat mal spielen könnte. Aber ist natürlich nichts Langfristiges jetzt, ne? So, dann kommt hier noch ein Fenster rein. Da kommt noch ein Fenster rein und last but not least kommt hier noch ein Fenster rein. Jetzt überlege ich gerade, ist das ein bisschen noch, ja, ist eigentlich fast als Fenster noch ein bisschen zu groß. Ich glaube, ich gehe noch mal eine Runde und dann gucke ich mal, wie das dann aussieht. Ah, einen Augenblick. Oh, einen Augenblick. Ich muss mal sowieso mal ganz kurz eben gucken. Ich glaube, ich habe einige Sachen nicht mehr gelesen, oder? Ah, kommt das auch auf YouTube? Ja, das kommt auch auf YouTube, fragte Glex1. So, wie man die Mods benutzt, ja, das hatte ich ja vorhin erzählt, dass also an sich keine schlechte Idee ist. Ich bin gerade dabei, mit allen, mir alle Folgen anzusehen. Ja, da hast du aber noch eine ganze Menge vor. Das sind, glaube ich, über 750 Folgen. Also da, das ist auf jeden Fall ein ganzes Stück Arbeit. Ein ganzes Stück Arbeit, wenn du wirklich alles angucken willst von Anfang an. Ja, also 50 Mods, ja. Bestimmt, wie gesagt, bestimmt keine schlechte Idee. Muss man dann natürlich danach mal in der Umsetzung angucken. Kann man natürlich wenig drüber sagen, wie es dann nachher genau werden soll. Aber an sich nicht schlecht. So, ich glaube, ich bin erstmal so halbwegs. Sorry, muss mal ganz kurz eben einmal durch den Chat durchlaufen. Ich bin halbwegs, glaube ich, mit dem Chat jetzt ein bisschen wieder hinterher, dass ich erstmal wieder ein bisschen was bauen kann. Und dann gucke ich gleich mal wieder ein bisschen rein.
Gut, also ich wollte eine Runde hier noch gehen und dann mal kurz gucken, wie das Ganze aussieht von unten. Ja, doch, ich denke, das reicht als Dachhöhe. Dürfte eigentlich theoretisch reichen. Hier fehlt eigentlich auch noch überall Glas, ne? Da müssen wir auch noch theoretisch überall Glas reinsetzen. In unseren kleinen Reaktorräumchen. Hier haben wir eigentlich alles fertig und hier wussten wir auch noch nicht, wie wir es bauen wollen, ne? Ja, genau. Hier passt soweit. Die Lichter haben wir zum Glück auch schon alle geändert. Wie gesagt, das Glas kann ich ja hinterher noch reinsetzen, aber das so als Dachform und die, wie gesagt, so parallel dazu kommt das da dann nochmal hin. Ich könnte mal gucken, wie ich das hier bauen will. An sich wäre es natürlich mal lustig, das Ganze so zu machen. Und dann die Flächen vielleicht sogar so. Oh, nein, das war falsch. Aufpassen. So. Das vielleicht so. So kommt das auch auf YouTube. Hatte ich schon. Wo war ich stehen geblieben? Bin halt in der 1710. Ach so, ja, für die 1710 bestimmt sehr, sehr nice dann. Da sind halt relativ wenig Tutorials momentan noch draußen. Aber weiß ich jetzt noch nicht, habe ich jetzt noch nicht explizit zugeguckt, aber ich denke mal, besonders weil sich ja vieles in den Versionen geändert hat, dass es da auf jeden Fall sehr hilfreich sein kann. Wie gesagt, kann ich dir schlecht sagen, ich brauche es für mich persönlich eher nicht. Aber es kann vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sein. So, das wollte ich sagen. Dann könnte ich mal ganz kurz weiter gucken. Oh, da kommen ja ganz schön viele Texte gerade rein. Da ist jemand AFK. Wunderbar. Ich habe was vergessen. Was habe ich vergessen? Ich habe das eine vergessen. Ach, okay. Na gut, alles klar. So, schauen wir mal weiter. Ich habe erst angefangen mit dem, was vor mir noch ein bisschen dauern. Ja, gut, aber mein Gott, das kommt ja mit der Zeit. Ich glaube, ich habe davor noch jemanden überlegen. Linuska, ich bin neu. Ja, willkommen, willkommen. Auch alle Neuen sind herzlich eingeladen zum Stream. Wenn ihr irgendwas Fragen habt, Anregungen habt, immer gerne in den Chat rein, wie ihr seht. Ich versuche alles Mögliche zu beantworten. Ich spiele mein altes Projekt mehr oder weniger von YouTube jetzt ein bisschen zu Ende, wo ich noch ein paar Bauten offen habe, die ich jetzt gerne mehr oder weniger vervollständigen wollte. Das heißt also mehr so eine kleine Frage-Antwort-Runde plus nebenbei ein paar Gebäude zu Ende bauen. Wie gesagt, die Map gibt es als Download dann später für alle diejenigen, die Lust haben, hier weiterspielen zu wollen oder sich die Map nochmal angucken wollen. Ich weiß es nicht, was ihr damit macht. Wie gesagt, die gibt es dann auf jeden Fall noch. Und ja, dann ist das Projekt sozusagen zu Ende und wir können uns dann einem 1.7er-Pack widmen auf YouTube dann. Das wird das nächste Let's Play, nämlich Direwolf 20. Da geht es dann mit fleißig weiter. Und Livestream-technisch, wie gesagt, da muss ich mal schauen, was wir da so in geraumer Zeit so ein bisschen auf die Reihe kriegen. Vielleicht können wir auch so ein Third-Party-Pack mal als Gruppe spielen. Wäre bestimmt auch ganz lustig, so an einem Abend mal komplett durchspielen oder so. Wäre wahrscheinlich nicht gar nicht mal so verkehrt. Mal gucken. Vielleicht kann man sowas mal einrichten. Mal schauen. Ich gucke gleich nochmal wieder rein. Wie gesagt, es sind gerade ein bisschen viele Texte. Kann nicht alles lesen. Ich versuche es aber möglichst. So, hast gerade. Genau. Sei froh, dass du noch nicht so viele Fans hast. Sonst kommst du am Ende gar nicht mehr zum Spielen. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ja, irgendwann ist es einfach fast unmöglich oder schlichtweg unmöglich wahrscheinlich, alles zu lesen oder auf alles zu antworten. Ich versuche das ja immer oder ich möchte das ja auch immer ganz gerne, dass jeder eine Antwort bekommt, aber. Ich merke es ja jetzt schon, teilweise quillt der Postkasten dann, wenn man mal einen Tag nicht genau reingeguckt hat, dann doch ein wenig zu.
Das ist dann doch schon ein wenig schwierig. Also ich meine, ich bin am Tag so, ja, mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde bin ich dabei, entweder die Kommentare auf YouTube zu lesen und zu kommentieren, plus dann noch alle persönlichen Nachrichten, die dann noch geschrieben werden, auch noch alle zu beantworten und ja, dann wieder zurückzuschreiben, so gut es mir halt möglich ist. Wie gesagt, gibt auch viel, viel Werbung, die mir geschrieben wird, von wegen, möchtest du nicht XY beitreten? Also, hier, wisst schon, hier, diese YouTube-Partnerschaften kriege ich momentan auch dauerhaft irgendwie Werbung, was ein bisschen nervt, weil ich da keinen Bock zu habe. Aber man möchte ja ein bisschen freundlich sein, aber weiß ich nicht, finde diese Partnerschaften irgendwie nicht so pralle. So. So, das dürfte hier reichen. Wunderbar. Oh Mann, ihr seid einfach zu schnell. Ihr seid zu schnell. Ich komme gar nicht wieder hinterher. So, was hast du denn da? Habe Igrarisse in Skies geschaut und dich dadurch gefunden. Ne? Da, 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 da. Habe schon XY geschrieben. Bin gerade dabei, mir FTBs Monster anzuschauen. Bin bei Folge 10. Oh, da bist du ja richtig gespoilert gerade. Wenn du jetzt gerade den Stream schaust. Da weißt du ja schon im Prinzip, wie ich später aussehen werde. Wie ich mich 20 Mal wahrscheinlich entscheide, irgendwas zu bauen. Aber freut mich trotzdem, wenn es denn gefällt, im Endeffekt. Aber wie gesagt, du bist ein bisschen natürlich jetzt gespoilert, weil das ja jetzt das Monsterprojekt eigentlich mehr oder weniger ist, ne? So. Zwei und dann, na, das Ding hier in die Ecke. Ah, da, so. Wie würde denn, was? Geschüsseltes Glas aussehen als Abweichung. Ach so, das sieht nicht in diesem, beziehungsweise in dem Modpack nicht gut aus, weil das nicht gemoddet ist, mehr oder weniger. Das sind diese Standard-Chisel, aber ich kann es ja einfach mal anzeigen. Einen Augenblick, ich lege da einfach mal eins rein. Und nehmen das hier mal zum Beispiel raus und dann wird man das eigentlich sehen, dass das leider nur 16-Bit-Grafik ist. Sieht ein bisschen blöd aus, weil das halt dann 64 und dann natürlich daneben eine 16-Bit-Grafik hast, dann merkt man das dann doch relativ schnell, dass die Texturen nicht so ein bisschen hübsch sind, sondern eher so ein bisschen zermatscht. Wie gesagt, wenn man alles 16-Bit-Grafik hätte, dann könnte man das natürlich durchaus machen, aber so finde ich es ein bisschen unpassend. So, ich denke, da haben wir es dann jetzt auch. Ich muss dann auch definitiv wieder Marmor farmen. Davon habe ich auch nichts mehr. Oder fast nichts mehr. Alles aufgebraucht hier für das Haus. So. Bin wieder da. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Lenuska, ja, ich hatte vorhin schon begrüßt, auch an alle Neuen, die da sind. Willkommen, willkommen, herzlich willkommen, sei mit dabei. Immer gerne. Also sind auch immer gerne neue, gerne gesehen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, einfach in den Chat. Ich versuche so gut wie möglich alles zu beantworten, aber wenn ich mal was überlese, schreibt es einfach ruhig nochmal rein. Dann werden wir es bestimmt noch beantworten können. Ach so, ja genau, du hattest gefragt, ob wir noch in Magic World rein, oder ab und zu in Magic World reinschauen. Momentan nicht mehr, weil ich leider kein Magic World mehr habe. Und der Download-Link sozusagen weg ist. Und meine Sicherheitskopie leider nicht mehr vorhanden ist. Also dementsprechend kann ich leider auch Magic World nicht mehr so wirklich reaktivieren. War aber eine schöne Zeit mit Magic World, das muss ich definitiv sagen. Im leeren Raum fehlt ein Fenster. Im leeren Raum fehlt ein Fenster. Habe ich übersehen. Ah, da, die zwei Fensterreihen. Korrekt, korrekt. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Sonst noch irgendwo? Nicht sogar nicht nur eins, sondern zwei Fenster haben sogar gefehlt. Hier nicht, da nicht, da nicht. Ich glaube, jetzt habe ich aber alle erwischt. Vielen Dank, vielen Dank. Haben wir ausgemerzt, das Problem. Haben wir ausgemerzt. Da brauchen wir auf jeden Fall von denen ja auch noch eine ganze Menge, ne? Muss ich leider nochmal welche machen, aber wir haben ja ein bisschen Stone schon hergestellt. Das sollte also funktionieren.
So. Zack. Und dann arbeiten wir uns hier nochmal eben kurz durch. Oh, ein Augenblick. Da ist ja gerade irgendwas verrückt, beziehungsweise schon wieder viel schneller, als ich überhaupt lesen kann. So, waren wir stehen geblieben? Magic World, im leeren Raum fehlt ein Fenster. Das Dumme ist, dass ich meine App nicht zum Testen kann, weil ich mein Handy den Stream gucke. Ach so, du hast eine Handy-App, wie sozusagen. Ja, ich dachte, das wäre jetzt eine Ingame-App, also eine Handy-App. Auch nicht schlecht, ja. Ich dachte jetzt eher so an eine Ingame, an ein Ingame-Tutorial oder eine Ingame-Guide. Aber eine Handy-App wäre auch bestimmt mal was ganz Neues. Gregtag auf 1,7 ist übel. Kann ich mir vorstellen. Gregtag war ja schon immer dafür bekannt, dass es schwierig ist. So, jetzt kommen wir ein bisschen gerade, bin ich gerade ganz oben am Rand. Wo sind wir stehen geblieben? Nachholen, ja, YouTube nachholen. Viel Spaß. Auch wenn du wahrscheinlich schon weg bist. Dann spoilerst du dich nicht so viel und wie gesagt, den Stream kann man sich später ja auf YouTube auch noch angucken und dann kann man das Ganze natürlich noch wieder nachholen. So, gucken, wo sind wir stehen geblieben? Warum kannst du fliegen? Das liegt an unserer guten alten Rüstung. Gute alte Rüstung. Da ist ein Flugmodul mit drin und das basiert auf Strom. Und dadurch können wir fliegen. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit Mods auskennst. Das ist halt ein riesen Modpack. Und es geht halt hier um viele technische Mods. Und einer dieser Mods ist halt diese besondere Rüstung, die wir uns hart erkämpft haben, weil die nicht gerade billig ist. Naja, es geht. Aber das Flugmodul ist halt ziemlich teuer. Und ja, wie gesagt, die muss man mit Strom aufladen. Oder man hat halt andere Module, die dann Strom erzeugen und einem das Ganze dann erlauben. Autsch, ich werde wohl nie YouTuber. Warum? Warum glaubst du, dass du das nie wirst? Ich habe auch einfach so angefangen und ja, man arbeitet sich so langsam hoch. So langsam. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es momentan ist. Ist eigentlich eine ganz nette Community, die wir hier haben. Nichts, niemand, der rumflamet oder sonstige Sachen macht. Also es passt schon ganz, ganz gut. Bin ich ganz zufrieden mit. So, mal gucken. Theoretisch. Na, ich baue erstmal ein paar weitere davon. Nach Name? Nee, nach Number of Items. Schwupps. Wir brauchen etwas Stone, was ich mir gleich wieder besorgen muss. Und etwas Iron. Brauchen wir noch ein paar davon. Haben fast alle aufgebraucht. So, dann holen wir nochmal ganz kurz eben den Stone hier aus der Reihe. So, da haben wir Stone. Und dann kann ich noch welche von herstellen. Wie viel nehme ich denn mit? 64, 128? Ah, könnten erstmal reichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir nehmen es erstmal mit. Wir nehmen es erstmal mit. So, die hier brauchen wir erstmal. 16-Bit-Grafik. Was ist mit 16-Bit-Grafik? Bin gerade am Überfliegen. Was? 16-Bit-Grafik sind Speichergrafiken. Ist in Pixeln. Ja, das ist richtig. Das ist definitiv richtig. Trotzdem sind das 16x16 Images. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ihr wisst, was gemeint war. So. Schwupps. Das haben wir. Dann haben wir das, dann haben wir das. Dann haben wir wenigstens die Dächer hier schon mal drauf. Das sieht ja schon mal sehr ganz, ganz, ganz hübsch aus. Boah, so langsam werde ich auch ein bisschen müde. Ich weiß gar nicht, woher. Ich habe heute. Bin heute auch eigentlich relativ spät erst aufgestanden. Aber schon wieder tierisch müde. Keine Ahnung, woran das jetzt schon wieder mal liegen mag.
Ach ja. So, ich gehe noch mal ganz kurz eben, gehe mal ganz kurz eben durch den Chat durch. Moin Leute, hatte ja ganz vergessen, dass CTech heute streamt. Ja, siehste, das fällt doch mal wieder auf, ne? Lädst du den Stream auf YouTube hoch? Ja, ich lade den Stream auch auf YouTube hoch. Das heißt also, ihr könnt euch das Ganze hier auch auf YouTube nochmal anschauen, wenn ihr Lust habt, sozusagen. Oder wenn ihr was verpasst habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch nachholen. So, würdest du. Was würdest du denn bei Minecraft Leben mitmachen, wenn du könntest? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wird wahrscheinlich irgendein Projekt sein von irgendeiner Streamer-Gruppe, die ich oder wo ich sehr selten reinschaue. Ich gucke sowieso so wenig YouTube und wenn dann mal so Kurzvideos oder irgendwelche Spaßvideos, aber andere YouTuber oder andere Let's Plays habe ich eigentlich kaum Zeit für, dass ich mir die angucke. Also keine Ahnung, was Minecraft Leben ist, deswegen keine Ahnung. So. Reconnect. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Wirst du dich bei Diablo 20 Pack eher auf Technik oder Thaumcraft Magic Sachen beziehen? Eigentlich erstmal wieder größtenteils zuerst mal die ganzen Technik-Mods wie Applied Energistics, haben wir sonst noch hier Thermal Expansion und so weiter und so fort. Da hat sich ja einiges getan. Und das ist auf jeden Fall interessant, mal wieder nachzugucken. Es gibt noch so den einen oder anderen Mod, den ich ganz witzig finde, der auch so ein bisschen den Touch von Magie hat. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt Stormcraft nochmal anschauen. Wenn, dann machen wir vielleicht mal wieder so einen Stream oder so, dann machen wir da ein bisschen Stormcraft. Ich weiß jetzt gerade nicht, was sich in der 1.7 bei Stormcraft. Hat sich da so viel geändert? Ich weiß es jetzt gerade selber aus dem Kopf nicht. Müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, in Stormcraft hat sich nicht so das grundlegende Prinzip von Stormcraft geändert, wie. Zum Beispiel im Vergleich Applied Energistics. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ah ja, hier, das Ding wollte ich noch ausbessern, beziehungsweise da wollte ich einen Boden reinsetzen. Korrekt. Da war ich stehen geblieben. Das heißt, die brauche ich. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und was machen wir hier für einen Boden rein? Das ist noch so ein bisschen gerade so ein bisschen das Problem. Ah, das freut mich, dass du die Mods wenigstens schon mal kennst. Ja, mit Mods macht es auf jeden Fall eine Menge mehr Spaß als nur reines, normales Minecraft. Pro Felix, willkommen zurück, willkommen zurück. Typus 1, willkommen, willkommen, wie willkommen. P. Rofolix. Ist es ausgesprochen? Aha. P. Rofolix. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Also wie gesagt, eure Namen, das ist immer so ein bisschen, immer ein bisschen schwierig. Was hatten wir? Die 13 hatten wir, ne? Also dann kann ich das wenigstens da drauflegen. Und die da drauf legen. Marmor wird auch ein bisschen eng. Also der Raum gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Die Kisten müssten hier noch weg. Da müssen wir mal schauen, wo wir die hinpacken können. Theoretisch könnte ich das auch alles ins System packen. Muss ich mal gucken. So, das hier ist ja unser Farming-Raum, wo noch nicht viel drin ist. Weil sich die Seeds nicht erweitern, aber das ist ja auch egal. Da können wir später noch andere Sachen reinpacken. Das hier sollte ja mal ursprünglich der Somcraft-Raum werden. Da fehlt jetzt noch ein Boden. Okay, der Raum hier ist auch soweit fertig. Theoretisch müsste ich das jetzt hier nicht machen, weil ja eigentlich ja Schiebetüren rein sollten. Müssen wir mal gucken. Der Raum ist auf jeden Fall ausgeleuchtet. Hier kommen noch weitere Maschinen hin, die unten sitzen. Definitiv. Hier geht's nach unten. Dann sollte ich hier nicht vergessen, dass hier noch Schilder hinkommen. In den Müßcraft-Raum. Der ist hier. Der passt eigentlich auch soweit. Vielleicht müsste ich die Dinger hier nochmal ein bisschen anpassen. Vernünftige Tische oder so bauen. Weiß ich noch nicht so ganz genau. An sich passt es eigentlich. Konnte man Bücher nicht auch benennen und dann haben sie darüber den Namen angezeigt oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Ich weiß es nicht. Hast du eine. Was?
Gaming-E-Mail, dann kann ich dir was Magic World per Dropbox geben. Ach so, ja, ach cool, wenn du noch ein Magic World hast. Nice. Welche Version hattest du denn noch? Die alte 1er oder die 2er-Version noch? Wäre auf jeden Fall bestimmt mal wieder cool. Wobei, unbedingt, jetzt spielen werde ich es jetzt nicht unbedingt, aber damit man es nochmal wieder hat. Weil es hat doch der ein oder andere letztens nochmal nachgefragt, ob das noch irgendwie existiert. Also auf jeden Fall die 2er-Version. Die 1er scheint noch zu gehen. Bin ich mir jetzt aber auch gerade nicht mehr sicher. So, die musste man, glaube ich, mit dem abbauen. Korrekt. Machen wir so ein bisschen einheitlich. Das ist doch Jungle Wood. Naja, sah gerade nur mit dem Dings ein wenig anders aus. Ah. Schade, schade, schade. Ach, Minecraft Vanilla 1.8.1. Ah, so. Ein pinker Boden, please. Ein Pink. Okay. Ist mal ein Vorschlag. Ein pinker Boden. Wie wäre es denn mit. Ah, mit der. Das müsste gut aussehen. Einen Augenblick. Da gibt's doch vom Schüsselmotze doch diese schöne Magic Wool. Die könnte man doch nehmen. Das passt doch so in den Raum. Und das Ganze dann in Pink. So, haben wir es denn? War doch hier, von da sind sie doch. Die hier. Pink. Das wäre das hier. Magenta. Nee, das ist Pink. Brauchen wir nur pinke Wolle und Dings. Wie wird überhaupt Pink hergestellt? Pink Dye. Kann man aus den Korallen. Das ist aber die falsch. Das suche ich. Ah, wir haben Dye Essence. Wir müssen eigentlich Dye Essence haben. Haben wir es nicht mehr? Haben wir keine Dye Essence? Haben wir die, glaube ich, nicht angebaut, ne? Schade, 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 schade. Haben wir leider nicht angebaut. Das heißt, wir müssen Pink anders herstellen. Ich finde eben. Was? Findest du den Delay ein bisschen groß? Ne, das kommt einfach nur, weil ich so regulär dahinter herhinke. Der Delay ist eigentlich gar nicht so groß. Ah, rot und Bone Meal könnten wir auch pink machen. Das ist natürlich noch die einfache Variante. Aber rot haben wir, glaube ich, auch nicht. Weil wir die ja unten aber ausgegeben haben als Quest. Muss schlafen gehen, da, das macht nichts. Auf YouTube kannst du dir zur Not morgens den ganzen Stream noch anschauen, wenn du Lust dazu hast. Wenn du Lust dazu hast. Mein Name ist sehr speziell. Da hast du recht. Das ist schon durchaus nicht einfach bei einigen. Ich glaube, ich weiß, wo ich die Farben herkriege am besten. Ich lege mich aber vorher noch mal ganz kurz eben hin. Ich glaube, ich weiß, wo wir gut Farbe herbekommen. Monsters are nearby. Das kann eigentlich gar nicht fast sein. Ah, doch, da unten spawnen die ja, ne? Dammit. Ach, egal. Was soll uns schon großartig passieren, ne? Was soll uns schon großartig passieren? So, und zwar gehe ich dann mal in der Annahme, das war doch hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass es hier war. Korrekt. Und da haben wir auch diese ganzen bunten Bäume und hier haben wir auch eine ganze Menge Tiere. Und ich hätte mir vielleicht eine Schere mitnehmen sollen. Einen Augenblick, ich hole mir noch mal ganz kurz eben eine Schere. So. Schwupps. Und dann ein wenig Iron. Und dann machen wir uns eben ein, zwei Schere. Ah, eine Schere reicht eigentlich zum Scheren. Eine Schere reicht. Huch. So, gucken wir mal ganz kurz. Wie lange streamst du etwa? Mal gucken. Halbe bis dreiviertel Stunde noch ungefähr. So, dachte auch schon, dass den Pixel war beim Glas. Hat fast 3 Minuten Delay oder so. Oh, okay.
Ja, das kommt, wie gesagt, kommt daher, dass ich einfach momentan gerade ein wenig hinterherhinke mit den ganzen Beiträgen. Ich versuche es möglichst zeitnah zu machen, aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal, wir haben so, ich weiß es gar nicht, 30 Sekunden oder so. 30 Sekunden Zeitdelay. Weil ihr könnt es einfach mal testen. Ihr schaut jetzt mal auf die Uhr und jetzt schreibe ich, warte, ich schreibe mal die Zeit einfach in den Chat. So, einen Augenblick. 2031. Und jetzt könnt ihr theoretisch genau mal checken, wann das sozusagen jetzt gleich im Stream kommt. Dann wisst ihr ungefähr den Delay, den wir hier ungefähr haben. Oh, dieser Wald ist einfach richtig laggy. Da haben wir auf jeden Fall einen pinken Leaf. Ja, ihr werdet es gleich verstehen. Jetzt schreiben nämlich alle passt, passt, passt. Ihr werdet es gleich verstehen, warum ich 2031 reingeschrieben hat. Wundern sich noch der ein oder andere, aber ich denke mal so, ja, eine Minute werden wir vielleicht auch Zeitunterschied haben. Ich weiß nicht, wie jetzt genau, wie ich den Delay eingestellt habe. Eigentlich meine ich, dass ich da 30 Sekunden eingestellt hatte. Bin mir gerade nicht so sicher. Theoretisch hätte ich mir auch ein paar Rosen einfach schnappen können. Die lagen da vorne auch, glaube ich, rum. Warum nehme ich mir jetzt unbedingt hier die Farbe alle raus? Aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah ne, die kann man einfach als Pink benutzen, ne? Die Sapplinge. Ah, ich glaube, ich hole mir jetzt einfach ein bisschen Rot oder so. Hier lag, glaube ich, vorher noch irgendwo was. Ah ne, ich muss hier mal raus aus diesem Wald. Der ist einfach so laggy, weil hier so viele Monster spawnen. Ah, ich brauche aber auch noch Wolle, ne? Ah, das ist einfach ärgerlich. Laggy. Der Wald ist so laggy. Bloß weg da. Oh mein Gott. So. Kommt da irgendwie nicht mehr zurecht mit so vielen Monstern. Ist aber auch ein bisschen viel. Also der Wald, der spawnt da unendlich viele. Aber ich glaube, jetzt kommen wir so ein bisschen außerhalb der Reichweite von denen. Sollte sich das gleich wieder ein wenig normalisieren. Obwohl hier die meiste Technik ist. Beziehungsweise viel Technik ist, sollte sich das gleich ein wenig verschnellern. Siehst du? Also es passt, es sollte nicht allzu lange der Unterschied sein. So, wie lange streamst du einfach, habe ich vorhin erwähnt. Da. Im Gegensatz zu den ersten Monsterfolgen hat sich viel getan, das stimmt. Da hat sich echt einiges geändert. Das kann man so sagen. Nur ganz kurz gucken. Haben wir noch, da haben wir meine ich, Wolle. Das ist doch normale Wolle, ne? Ja, die ist nur gefärbt. Das heißt, theoretisch können wir die umfärben, können wir die nicht. Ich glaube, wir müssen die erst. Ah, wir müssen 8 wieder haben, ja, genau, ja. Wir müssen alle 8 hier umfärben. Das Problem ist, ich habe so wenig Wolle. Light Gray. Ich habe alles Mögliche an Farben von Wollen. Aber nicht die richtigen, die ich eigentlich haben will. Da haben wir noch Black, aber das war's dann auch schon, ne? Okay, das heißt, ich müsste eigentlich noch theoretisch ein bisschen Wolle vorher farmen. Aber zum Testen des Ganzen dürfte es eigentlich funktionieren. Ah, Strings habe ich auch schon nicht, also ihr seht schon, es hapert irgendwie an allem. So, und dann haben wir doch diese pinke Wolle, die wir haben wollten. Hui, das sieht doch sehr, sehr magisch aus. Pinke Wolle. Auf jeden Fall. Theoretisch könnte man sich auch überlegen, solche Muster hier reinzuweben, mit den anderen auch noch zusammen. Sieht bestimmt auch cool aus. Also, weil ich so eine Reihe Magenta oder so damit reinwebt. So einen kleinen Teppich in der Form erstellt. Keine Ahnung, ob das gut aussehen wird. Aber das ist irgendwann im Prinzip dann so der Magic-Raum, der nie fertiggestellt werden wird. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, da kommen die ganzen Pasts und selbe Zeit. Muss schlafen gehen. Ja, kein Thema. Wünsche eine gute Nacht. Wünsche wohl geruht zu haben.
wie oder wie sagt man so schön? Wie gesagt, den Rest kann man sich zur Not ja morgen noch auf YouTube dann anschauen. Ist auf jeden Fall kein Thema. So, da steht irgendwie gar nichts. Dann, jetzt haben wir es, glaube ich, pink-schwarz. Sieht bestimmt auch ganz gut aus. Hübscher Boden, Fräulein Zietek. Wieso? Es wurde gewünscht im Chat. Es wurde gewünscht. Ich hatte gefragt und das war die einzige Farbe, die sich gewünscht wurde. Und dementsprechend bin ich da ja sehr offen und helfe da natürlich gerne aus, eure Wünschen dann Ausdruck zu verleihen. Ich wünsche dir viel Spaß mit Applied Analytics 2. Ja, vielen Dank. Ich habe schon einiges gehört, dass es lustig werden soll. Aber ich denke, das kriegen wir auch irgendwie schon hin. So, da muss ich aber erstmal einen Schluck trinken, denn das ganze Sappeln macht doch recht durstig. So, da sind wir wieder. Hübscher Boden hatten wir gerade. In deiner Freizeit spielst du nur Minecraft oder SeaTac? Nein, definitiv nicht. Ich habe eigentlich an den Let's Plays genügend mit Minecraft zu tun. Also da brauche ich nicht noch mehr selber Minecraft spielen. Also es macht mir hier ja auch eine Menge Spaß. Also warum dann noch viel, viel, viel mehr spielen? Regenbogenfarm, please. Aber ich glaube, Pink ist nicht im Regenbogen drin, ne? Ach, guck einer an. Da wird unser ganzer schöner Boden wird einfach mal eben nass. So, was machen wir jetzt noch? Wir haben die Dächer drauf gemacht. Da muss noch Glas rein. Das heißt, da muss ich sowieso noch eine ganze Menge Sand erstmal scheffeln. Beziehungsweise uns herstellen. Also langsam läuft wieder der Speicher voll. Kann sein, dass wir gleich mal eben kurz neu starten müssen. Können wir eine kleine Pause oder so einlegen? Ich weiß es nicht. Dann starte ich nämlich einmal gleich kurz neu. Können wir alle mal kurz aufs Klo oder so? Diejenigen, die dann müssen. Oder sich was zu trinken holen oder zu knabbern holen. Für die letzte halbe Stunde ungefähr. Und dann gucken wir mal gleich. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Dann gucken wir gleich nochmal, was wir noch so einrichten können. Also wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wo wir noch unbedingt, ja, noch unbedingt was bauen müssen, dann schreibt mir das. Also, wie sieht es hier dann aus? Ich gucke nochmal ganz kurz. Also eine ganze Menge Glas brauchen wir auf jeden Fall noch. Ansonsten, die ganzen Gebäudeabschnitte gefallen mir eigentlich soweit schon ganz gut. Beziehungsweise die Dächer sind eigentlich auch ganz in Ordnung. Theoretisch müssen wir unten noch den Tunnel weiterbauen. Ja, wir schauen einfach mal gleich. Ich schalte euch mal ganz kurz eben hier um und dann schalte ich hier mal ganz kurz eben runter und dann gehe ich auch ganz kurz weg. Bin aber in 2 bis 3 Minuten wieder bei euch und dann dürften wir eigentlich so weiterlegen. So, dann starten wir das Ganze einfach mal ganz kurz neu. Und wie gesagt, bis gleich, gleich wieder da.
Ach, so. Bin wieder da. Was haben wir denn hier? Wolltest du nicht noch ein paar Drive und Disk machen? Ah, das können wir definitiv machen. Stimmt. Für die Queries haben. Das ist bestimmt keine verkehrte Idee. Können wir dann noch ein paar bauen? Das ist durchaus möglich. Da wird hier schon wieder irgendwelche speziellen Äußerungen im Chat benannt. Ein Augenblick. So. Kriegt einen kleinen Timeout. So, weiter geht's. Zum Glück noch geschafft. Ja, wir streamen aber schon seit ungefähr 19 Uhr. Aber schön, dass du noch reinschaust, auch zum Ende hin. Also wie gesagt, wir machen ungefähr noch eine halbe Stunde bis Viertel nach neun. Da muss ich leider Schluss machen. Nebenan hat sich dann doch schon jemand hingelegt. Und damit wir halt nicht allzu laut sind. So, ich starte gerade noch, wie gesagt, das Pack eben kurz wieder neu, damit wir ein bisschen den Speicher wieder mal auffrischen. So nach einer Stunde oder so hat sich Minecraft dann doch ein wenig vollgefressen durch die ganzen Mods und dann müssen wir das alles mal ganz kurz eben wieder aufräumen. Was für ein neues? Wir spielen demnächst was Neues. Ab Samstag gibt's, oder beziehungsweise Samstag. Ja, doch, Samstag, glaube ich, wollte ich anfangen. Gibt es das Direwolf 20 und bis Freitag spielen, also ja, auf YouTube, ne? Logischerweise. Und ab Freitag, beziehungsweise bis Freitag spielen wir noch Crash Landings. Aber im Stream beenden wir das alte Projekt Vizibis Monsters, was wir davor gespielt haben, vor Crash Landings. Muss noch einiges für die Prüfung lernen. Dann viel, viel Glück und mögen deine Prüfungen gut ausfallen und schön fleißig lernen. Ich möchte dich natürlich auch nicht abhalten. So, ich spiele Monsters, das ist korrekt. Er spielt Monsters auf YouTube Crash Landings und bald Direwolf 20. Genau, so schaut's aus. Vielen Dank für die freundliche Aufklärung da im Chat. So, da startet sich gerade das Spiel und dann können wir auch gleich weitermachen. Wo gibt's bald wieder League of Legends? Muss ich mal schauen. Durchaus werde ich es vielleicht bald auch mal wieder privat anfangen. Ob wir, wie gesagt, ob das Interesse natürlich dann auch so groß ist, dass wir das Ganze auf YouTube bringen, weiß ich nicht. War so in letzter Zeit, habe ich das Gefühl gehabt, nicht wirklich das Interesse dafür da, wo wir es denn gebracht haben. Dann wahrscheinlich eher höchstens mal ein Livestream oder so. Mal gucken, wie gesagt, je nachdem, wie groß das Interesse ist. Die Community besteht halt nun mal größtenteils aus Leuten, die Minecraft sehen wollen. Und das muss man natürlich auch ein bisschen respektieren. Es gibt halt nur ein paar Randleute, die natürlich auch Minecraft bzw. League of Legends spielen. Und an sich finde ich es natürlich immer noch cool, aber ist halt die Frage, ja, wenn die Leute es nicht sehen wollen, dann möchte man es auch ungern dann spielen, weil dann hat man immer so ein bisschen ein blödes Gefühl. Ja, weiß ich nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. War leider noch unterwegs. Ach, das macht doch überhaupt nichts. Macht überhaupt nichts. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. So. Ob ich in einer Wohnung oder im Haus wohne? Ich wohne in einem Haus. Ich war ja bis vor kurzem noch Student, habe noch bei meinen Eltern gewohnt und mein Bruder wohnt hier auch noch und der muss morgen arbeiten und der muss schon um 3 Uhr auf und der schläft sozusagen ein Zimmer gegenüber und die Wände sind nicht, ah doch, sind eigentlich einigermaßen dick, aber wenn wir zu laut reden, dann ja, dann beschwert er sich gleich. Das möchten wir ja ungern verhindern, ne? Beziehungsweise wir möchten ihm seinem Schlaf ja auch ein wenig gönnen. So, ich zock zurzeit viel Counter-Strike, Global Offensive. Bin aber trotzdem begeisterter Minecraft-Spieler. Ja, siehst du, also ich spiele privat ja auch andere Sachen, wenn ich dann Zeit habe, natürlich. Teilweise auch zwischen des Renderns einfach mal so irgendwelche Kleinigkeiten. Mach's mal eine Runde Hearthstone sein oder irgendwie was anderes, aber ansonsten komme ich eigentlich auch momentan selten zum Spielen. So, was wollten wir noch machen? Wir wollten noch ein paar weitere
weitere ME-Storages bauen, beziehungsweise noch ein paar weitere Drives, ne? Das war ja gerade die Idee. Dann würde ich sagen, setzen wir eventuell da und da noch eine Drive hin. Sieht bestimmt ganz cool aus. So, und gucken uns das Ganze mal an. Das Ganze können wir bald komplett anders machen. Denn das wird sich alles ändern in Diablo, beziehungsweise in 1.7. Ich weiß gar nicht, habe ich da noch alles von? Müssen wir gleich mal gucken. Zwei Kisten auf jeden Fall. Ah, nee, davon brauchen wir noch welche. Okay. Wie sieht's damit aus? Da können wir uns auf jeden Fall drei noch von herstellen. Und dann machen wir das Ganze so, und dann haben wir sechs. Sehr nice. Und davon, na gut, das haben wir drei hergestellt. Naja, ist auch nicht verkehrt. Ist auch nicht verkehrt. So, eine da, eine da. Und der Ignis Extruder. Der könnte da doch eigentlich theoretisch weg. Ich gucke gleich wieder in den Chat. Ich weiß, ich hinke wieder hinterher, ne? Wieso kann er den nicht rausholen? Die Wrench geht nicht. Gott. Wo sind wir stehen geblieben? Wo sind wir stehen geblieben? Da, wohnst du noch? Ich zock zu viel, genau. Ich parkiere, ich kapiere, lol, nicht mal. Ist nicht so schlimm. Hauptsache man hat Spaß dran. Ich bin auch nicht besonders gut. Also dementsprechend, es macht einfach nur ein bisschen Spaß. Ist auch ein bisschen schwer zu erklären, einfach jetzt so. Das müsste man dann mal im Spiel erklären. Ist aber halt im Groben ist es ein Strategiespiel. Kann man so sehen. MOBA. Gut, aber ich möchte auch weniger jetzt darüber reden. So, was haben wir denn sonst noch, was hier gerade gefragt wurde? Echt nicht? Ach so, das war wahrscheinlich auf das andere bezogen. Frank, willst du gleich die Query mal wieder anmachen? Können wir gleich mal wieder anmachen. Gerne, gerne. Ich will aber erstmal ein paar Drives sonst noch installieren. Ich bin wieder da. I like you. Hallo, willkommen. Willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Und was geht in LOL überhaupt? Ach so. Da. So, jetzt haben wir es mal wieder fast alles durch. Gut, Drives. Jetzt bin ich wieder so abgelenkt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Davon brauchen wir welche. Da kann ich nur noch einen von herstellen, weil ich brauche erstmal wieder was anderes. Meine Güte, meine Güte. Also wir brauchen erstmal das Ding hier wieder. Habe ich keinen Certus-Quarz? Doch, habe ich doch hier. Was macht er denn hier? Bitte mit mir. So, dann brauche ich von denen. Wie viel kann ich denn davon machen? 10 Stück. Ah, das sollte reichen erstmal. Und die verdoppeln wir jetzt nochmal eben kurz. So, haben wir 20. Und mit denen 20, mit denen machen wir jetzt noch ein paar von denen hier. Und mit denen hier machen wir dann wie folgt das hier. Ups. Und dann können wir das Ganze hier einmal befüllen. Beziehungsweise schwuppsdiwupps da einmal alle reinlegen. So. Sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus, ne? So kann man es doch schon fast lassen. Wo waren wir stehen geblieben? Wieder da. Gra. Was? Crash of Clans gezockt. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Zwei Teams und eine Map und man muss den Gegner, das gegnerische Nexus zerstören. Ja, genau, also den Haupttower. Ja, es ist also so eine gesplittete Karte, halb und halb und ja, man rennt sozusagen mit einem Helden gegen die anderen Helden an und muss die sozusagen gegenseitig vernichten und ja, das Ziel ist sozusagen die Hauptbasis auszuschalten. Ich habe noch eine Diskette vergessen. Ja, das ist mehr oder weniger das Ziel des Spiels. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen strategisch, so ein bisschen Strategie, so ein bisschen Teamarbeit natürlich gefragt. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Wäre doch gut gewesen, Schilder zu haben. Wir hatten die, glaube ich, in der Dingswelt stehen, ne? Nicht im Neta, sondern im Twilight Forest. Da müsste sie stehen. So, ach so, danke. Jo. Wie ist das so im Norden Deutschland? Bin nicht oft da. Ist ganz schön, ganz schön. Nicht so bergig, schön flach. Was soll man so großartig sagen, ne?
Ah, nee, wir hätten die andere Seite, nee, das andere Buch nehmen müssen, ne? Egal. Egal. Wie gesagt, ich muss die Bücher, werde ich nochmal später nochmal sortieren. Ist ganz schön hier im Norden. Doch. Ist ein bisschen viel Regen und viel Wind, aber sonst ist eigentlich ganz schön. Ich mag ja eher den Sommer. Sommer und Wärme, das finde ich doch schon um einiges besser. Hier, so, da ist unsere alte Quarry. Die ist auch noch nicht sehr, sehr weit. Jetzt müssen wir mal so eben gucken, wo haben wir denn hier den Anfang? Da nicht, da nicht, da nicht. Da ist er. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. So, und da haben wir es ausgeschaltet, glaube ich. Nö, ja. Da müssten wir theoretisch nur. Was haben wir denn hier ausgeschaltet? Hier kommt nichts mehr an, ne? Hier ist aber eigentlich alles aktiv. Da ist die Query auch noch aktiv. Send und Receive. Haben wir es auf der anderen Seite ausgeschaltet? Könnte auch sein, dass wir es auf der anderen Seite ausgeschaltet haben. Wenigstens keine, was, quasi leere Wand mehr mit den Drives. Ach so, ja. Ja, das ist, jetzt sieht es nicht mehr so ganz so leer aus. Das ist natürlich wohl wahr. Jetzt muss ich aber eben ganz kurz schauen. Ich glaube, hier haben wir es ausgeschaltet. Ah, ja, genau. Also Send. Schwupps, da kommt die Energie rein. Und dementsprechend müsste die Query jetzt wieder laufen. Hoffe ich zumindest. Gucken wir uns das Ganze einfach mal eben an. Schwupps, einmal darüber und einmal da wieder hin. Und ich glaube, End 200 Forest. Ich glaube, diese war es, ne? Ja, sehr schön. Und da unten, da seht ihr jetzt wieder die ganze Query flitzen. Super flink, super fast. Die ist ja echt einfach nur super fix unterwegs. Nice. Das nennen wir doch mal hier ein angenehmes Tempo für eine Query, oder? So ist doch wunderbar. Und das Schöne ist, die Query Plus scheint auch nicht mehr die ganzen Kügelchen hier abzuwerfen. Was ein großer Vorteil ist, da das beim letzten Mal ja auch tierisch am Lecken war, weil hier überall Erfahrungskugeln lagen. Das war hier einfach ein Meer aus Erfahrungskugeln, also bei der alten Query. Das war schon nicht mehr schön. So. Persönlich nicht, aber das macht man fast bei Nachbar. Ja, das stimmt. Er wohnt nicht allzu weit entfernt, der Yugi. Das ist wohl wahr, wohl wahr. Also ich glaube, weiß ich nicht, warte mal, wo wohnte Yugi? Ich glaube, ich sag's jetzt nicht, aber ich glaube, ich weiß, wo er noch wohnt. Das heißt also, war so in 20 Minuten wäre man bei Yugi, glaube ich, von mir aus gesehen. Ist also nicht allzu weit entfernt. Die Energy, ja, die Energy haben wir drüben. Passt, also. Huch, hier müsste eigentlich. Ist der noch aktiv? Ja, der ist aktiv. Der funktioniert auch noch wunderbar. Natürlich ziemlich heiß, dadurch, dass wir ja keine Kühlung drin haben. Aber er funktioniert und er ist auch online. Cool. Das sieht doch eigentlich alles sehr gut aus. Ich könnte mal hier mal wieder gucken, dass ich. Hier liegt ja gar nichts mehr drin. Da sollte ich. Nee, da müsste sowieso dran liegen, ne? Ja. Okay, dann kann ich noch ein bisschen Cobblestone eben nachwerfen. Sand brauchen wir nämlich auch noch ohne Ende. Da haben wir Cobblestone. Schwupps, lassen wir auch mal weiterlaufen. Die sind immer wieder die gleichen hier im Chat. Kann das sein? Ja, durchaus. Kann das sein? Das sind natürlich die Leute, die natürlich auch regelmäßig dann die Streams, beziehungsweise die YouTube-Folgen halt auch schauen, ne? So ist das halt. Dass sich mal ein neuer hierher verehrt, das ist dann doch eigentlich relativ selten, muss ich zugeben. Viele, die auf YouTube gucken, schauen aber auch gar keine Streams. Also deswegen hat man hier natürlich auch nicht so die breite Masse. Aber ist auch ganz in Ordnung. Mir gefällt es auch so. Ich unterhalte mich natürlich auch ganz gerne mit euch. Also so ist es natürlich nicht. Oder hättet ihr es lieber, dass der Chat
mit einer Geschwindigkeit nach oben gefahren wird, dass ich eigentlich nicht gar nichts mehr lesen kann. Das könnt ihr ja bei anderen YouTubern sehen, die dann, was weiß ich, so ab 5000 Viewers dann haben. Da wandert der Chat so schnell nach oben, da brauchst du schon drei, vier Leute, die dir den Chat vorlesen, damit du überhaupt noch irgendwas mitbekommst. So, das heißt, wir haben die Drives eingerichtet. Query ist wieder am Laufen. Die sollten eigentlich jetzt auch nicht so schnell die Sachen hier jetzt füllen. Und es sollte eigentlich vom Platz her auch eigentlich locker ausreichen. Ist da nicht irgendwo noch die Kuchenfarm? Ja, die hängt über der ersten Query hängt die Kuchenfarm. Das ist korrekt. Da hängt unsere gute alte Kuchenfarm. Die müsste eigentlich. Oh, guck, wieder ein Anzeigefehler. Anzeigefehler durch wahrscheinlich durch die Weltenwechsel. Die müsste eigentlich hier hängen. Ja, da hängt sie. Unsere gute alte Kuchenfarm. Mit den schönen Windsegeln hier an den Seiten. Die dann hier mit den Logistikpipes arbeitet. Ja, die ist auch noch hier. Die funktioniert wie gesagt auch noch wunderbar. Das heißt also, wenn man sich hier mal wieder ein, nee, halt stopp, hier wieder ein requestet, einen Cake und dann wartet man kurz ab und die ganzen Items flup, 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 überall hin transferiert und schwupps hat man wieder einen schönen leckeren Kuchen. Lecker Kuchen. Und den stellt man sich dann einfach hier irgendwie hin und hat man hier einen schönen leckeren Cake. Lecker, lecker Cake. So, und wieder zurück. Ja, so, ja, wie gesagt, 20, 30 Minuten. Dann ist man ungefähr da. Das stimmt. Sollte eigentlich passen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Mann, ihr seid so schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Nein, ich kenne den Yugi nicht persönlich. Ich weiß nur, wo er wohnt. Also, in welchem Dorf oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ist das schon Stadt? Haben die eigentlich Stadtrechte? Ich weiß es nicht. Ja, wo er ungefähr, in welchem Bereich er ungefähr wohnt. Das ist also nicht weit weg. So. Ich schaue dich seit dem Megaprojekt, siehst du? Ja, das ist auch schon wahrscheinlich eine ganz gewaltige Zeit her. Da ist doch schon einiges vergangen in der Zeit, ne? Aber ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich bauen soll. Und deswegen, habt ihr noch irgendwelche Wünsche, was wir hier noch an den Bauten hier verändern können? Wie wir gerade mit den Discs und dass wir das Ganze wieder angeschaltet haben. Aber ansonsten fällt mir momentan auch nicht mehr viel ein. Und wie gesagt, ich wollte ja natürlich auch meinem Bruder nicht unnötig sterben. Wir können uns noch ein bisschen darüber unterhalten, sprich dem nächsten Stream. Da wird er wahrscheinlich auch alle interessant sein, wann der wieder stattfinden sollte. Wie gesagt, ich schätze am Wochenende. Das heißt also entweder samstags oder sonntags. Freitags kann ich nicht, weil freitags abends habe ich ein Punktspiel, da bin ich beim Sport, beim Tischtennis und da muss ich spielen. Das heißt also, da wären wir wahrscheinlich zwischen 8 und 12 definitiv beschäftigt sein. Also das heißt, da kann ich nicht streamen. Das heißt also entweder samstags oder sonntags. Da könnt ihr euch drauf einrichten. Kommt aber dann die Tage, ich schätze eher samstags. Also ich schätze eher samstags als sonntags. Also sonst samstags abends, mal gucken, so wieder zwischen 7 oder so. Ah, 7 Uhr starten. Und dann mal gucken. Ja, oder vielleicht auch sonntags auch noch. Also vielleicht auch beide Tage. Mal gucken, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich muss auch samstags ja schauen, weil samstags geht es ja auch dann mit Direwolf los, wie ich das hinkriege. Das könnte sein, dass die Direwolf-Folge dann vielleicht sogar schon samstags nachmittags dann schon vielleicht laufen wird, damit ihr natürlich die auch schon gucken könnt. Und dass wir die abends dann einen Stream machen können. Ich weiß es halt, wie gesagt, noch nicht, ob es Samstag oder Sonntag je. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich auch Zeit habe. Aber ich denke eigentlich liegt mir samstags eher besser als sonntags. Sonntags wäre eher so nachmittags, aber mal gucken, wie gesagt.
Beide wäre besser. Ja, natürlich wäre beiden wären natürlich allen immer besser. Was? Ich habe hier so viele Following-Channel hier auf Twitch, sodass ich wegen den Benachrichtigungen, E-Mails eine eigenen Filter und Ordner anlegen musste. Oh ja, das ist natürlich auch übel. So, zeig mal ein Foto von mir. Ich habe gar kein aktuelles Foto hier auf dem Rechner. Wird es auch erstmal, glaube ich, so in der Zukunft nicht geben. Ist das wohlgehütete Geheimnis. Keiner weiß, wie ich aussehe. Ist auch, glaube ich, ganz gut so. Muss auch nicht jeder wissen, glaube ich. Gut, ansonsten wäre das erstmal wieder geklärt, wann es den nächsten Stream gibt. Monsters ist damit dann offiziell jetzt beendet. Ach, guck, sogar noch der alte Todespunkt. Ganz hinten ist auch noch mit drin. Das heißt, ich werde noch ein bisschen das Haus ein wenig trimmen. Das heißt, so die restlichen Arbeiten wie ja, hier Glas einsetzen, hier noch ein bisschen Fußboden verschönern. Hier unten den Tunneleingang werde ich noch, beziehungsweise den Tunnel an sich werde ich noch. Hier kommen überall die ganze Zeit. Autsch, die ganze Zeit Eier hin. Wie gesagt, hier den Tunnel werde ich noch ein bisschen verschönern. Das muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Hier muss noch ein bisschen aufgeräumt werden, beziehungsweise schön gemacht werden. Und ansonsten haben wir es eigentlich. Ach, der kann durch die Mauern hauen. Das ist nicht so gut. Oh, guck mal, ein Baby Chicken. Das wollten wir aber gar nicht. Schwupps, da ist es weg. Ansonsten halt, wie gesagt, hier noch so die restlichen Arbeiten, die mache ich noch fertig. Und dann wird es diese Map als Download geben. Das heißt also, alle diejenigen, die dann Lust haben, sich das Ganze anzugucken, die können das Ganze machen. Also, beziehungsweise die können sich dann die Map runterladen und dann hier weiterspielen, umbauen, weiterbauen oder was auch immer, was sie dann hier ganz gerne mitmachen wollen. Wie gesagt, wer Lust hat, darf sich das Ganze dann hier angucken. So, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz die letzten Fragen durch und dann war's das für heute. Also Samstag Direwolf 20 Stream war angefragt. Könnten wir uns überlegen? Das heißt theoretisch so die erste Grundfolge und dann könnte man sozusagen im Stream ein bisschen farmen gehen, so die ersten Sachen aufbauen. So das, was so eigentlich ja das Let's Play so ein bisschen immer am Anfang in die Länge zieht, wo auch die meisten so wenig Lust drauf haben, immer wieder dasselbe zu sehen, dass man so die ersten Sachen schon mal aufbaut. Das könnten wir mal definitiv machen. Gut. Mach ein Foto, Yugi. Naja, muss ja erstmal wissen, wo ich wohne, bevor er herkommen kann. So, Samstag Direwolf 20 Stream. Ja, also wie gesagt, das wäre so eine Idee natürlich. Könnte man theoretisch machen. Also sprich, dass man, wie gesagt, dann am Samstag so ein bisschen wieder, ja, so die grundlegenden Sachen farmen, vielleicht schon eine Smeltery aufbaut oder so, schon vielleicht die ersten Tools oder so, dass man schon so ein bisschen Stuff to go hat, also ein paar Grundmaterialien hat, besonders für Applied Energistics und so, dass man so ein bisschen Quarz schon mal sammelt und so weiter und so fort. Das können wir theoretisch schon mal machen und dann haben wir nicht so das Problem, dass wir in den Folgen immer so viel sammeln gehen müssen. So, was haben wir sonst noch so? Dann schaue ich jetzt nochmal die letzten Fragen jetzt nochmal. So, das sind jetzt mal die letzten 5, 6 Fragen, die ich hier so habe. Und dann ist aber auch für heute Schluss. Also, streamst du bald mal wieder? Also, was? Stream bald bitte mal wieder. Ja, hatte ich ja gesagt, Samstag schon wieder. Tschüss, aber er ist ja schon weg. Na gut, hat er wohl nicht so ganz so mitgekriegt. Hast du einen Community-TS-Server? Nein, der existiert nicht. Machst du mal einen Test von Modpacks, die du cool findest? Wäre mal eine Idee. Bloß das Problem ist, es ähneln sich halt alle so oder viele Packs einfach so sehr, weil die Grund,
Die Grund, ich sag mal so, die Sachen wie Applied Energistics, Thermal Expansion, Mine Factory Reloaded, Industrial Craft, findest du einfach so in sehr vielen Packs wieder. Ist halt immer so ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Dann sind halt teilweise so Packs wie Crash Landings oder so, die könnte man mal gerne so ein bisschen antesten und mal so ein bisschen mal gucken, was ist da so ein bisschen anders. Also so ein bisschen weg von diesen ganzen Technik-Packs und mal so diese Fun-Packs mal so ein bisschen anspielen. Das könnte man mal machen. Aber an sich sonst so wirklich, wenn du Technik-Packs miteinander vergleichst, ist da einfach relativ wenig Unterschied. Ich will nicht sagen, dass es nicht keine anderen Packs gibt, aber es gibt da doch, ja, viel, 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 was man sich da angucken kann noch bestimmt. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, habe ich bis jetzt ja noch nie gemacht. Gibt es bei Direwolf 20 auch den Bienenmod? Ich glaube, Bienen sind im Direwolf 20 mit drin. Hast du Vizebeast, was? Restriction. Habe ich probiert, lässt sich aber nicht so gut aufnehmen. Oh mein Gott, Tinker's Construct hat voll coole, was? Shurikens. Was auch immer, ich weiß nicht, was gemeint ist. Meine Modpack-Arten, ja, siehst du, das meine ich, also so diese Third-Party-Mods und so, die wären vielleicht mal interessant, mal sie anzugucken. Machst du mal ein How-to-Modpack 1.7.10? Ui, das ist schwierig, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil das doch eine gewisse Arbeit ist, besonders mit der ganzen Abstimmung, der ganzen Sachen aufeinander. Wobei 1.7, glaube ich, jetzt in der sich man nicht mehr um die IDs kümmern muss, was schon ein bisschen einfacher macht, das Ganze sich zusammenzustellen. So, gut, Z-Tech, mach's gut. Hoffe, es hat dir selber etwas Spaß gemacht. Natürlich, mir macht das immer sehr viel Spaß. Klingt so, als wenn es mir nicht Spaß macht? Auf jeden Fall. So, das heißt, alle Fragen sind jetzt mehr oder weniger beantwortet. Das heißt, macht's gut, schlaf gut. Und wir sehen uns entweder morgen auf YouTube wieder, für die Leute, die sich den Rest jetzt angeschaut haben und beziehungsweise nicht angeschaut haben. Und ich würde sagen, bis entweder morgen in einem neuen Let's Play oder am Samstag in einem Stream. So würde ich es einfach sagen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dann erst einmal. Ciao, ciao!